Wir haben unseren Platz jetzt gefunden. Daniel baut jetzt das Zelt auf. Davon haben wir unsere Reisewäscheleine aufgespannt an dem Baum. Und ja, ich mache jetzt schon mal das Essen. Und das ist unsere Aussicht. Guten Morgen. Noch ein paar Stunden Schlaf. Werden wir jetzt aufstehen und frühstücken gehen. Auswahl hier, guck mal, Erdnussbutter und sowas. Wir haben uns einen schönen Platz in der Ecke gesucht, das ist auch ein schöner Frühstücksbereich hier. Vorne, da gibt es so Cerealien und ähnliches und hier vorne Fruchtsalat und Joghurt. Hier gibt es verschiedene Säfte. Und hier vorne geht es dann zum Hauptteil vom Buffet. Das ist ganz cool, hier gibt es sogar Maracuja, also viel frisches Obst. Und hier oben Nutella und Co. und Aufstriche. Ja, Toast, Brote. Hinten sogar ja, Fisch scheinbar. Da oben Wurst. Da sollte jeder was finden, sogar wir als Veganer. Ich gehe hier kaputt bei dem Frühstück. Guckt euch das mal an, richtig genial. Vor allen Dingen so viele Cerealien mit Mandeln und Granola. Das sind hier diese Vitabix, oder wie heißen? Und richtig geile Auswahl. Weil so Toppings ohne Ende. Und es gab sogar glutenfreies Müsli. Ja, ne? So, gut gefrühstückt. Geht's jetzt noch einmal kurz auf die Dachterrasse, um die Aussicht zu genießen. Das ist richtig schön hier oben. Sogar das Sörtchen hier. Jetzt müssen wir erstmal einkaufen fahren. $971 gekostet. Namibianisch, ne? Rechts abbiegen auf Fischreier Straße. Also heute sieht es zwar Kommunen echt schön aus, irgendwie, ne? So viel macht die Sonne aus. Wir haben 1013 namibische Dollar jetzt fürs Einkaufen gezahlt. Das ist ungefähr ja, für 10 Tage jetzt noch. Damit müssten wir eigentlich auskommen. Ja. Und ist eigentlich recht günstig gewesen. Okay. Und ja, wir hatten vorher im Internet gelesen, dass es so ein bisschen schwierig sein sollte mit dem Einkaufen. Also einer sollte immer im Auto sitzen bleiben, weil sonst das Auto aufgebrochen würde. Aber wir haben die Erfahrung jetzt gar nicht gemacht. Also zum Beispiel in Windhoek hatten wir ja eingekauft am Anfang, einen Großeinkauf gemacht und jetzt hier in Swakopmund. Und da war alles bewacht. Also wir sind zusammen einkaufen gegangen und wir hatten vorher auch gedacht, oh Gott, wie machen wir das denn? Da muss ja einer im Auto bleiben, der andere geht dann alleine einkaufen, ist ja auch irgendwie blöd. Und ja, aber wir waren hier bei so einem Einkaufszentrum, das heißt, glaube ich, Platz am Meer. Ist echt schön groß, da gibt's echt alles und ist echt schön am Meer gelegen, wie es auch schon heißt. Genau, und es hat alles super geklappt. Also macht euch da auch nicht verrückt, falls ihr dann mal hier hinkommen wollt und so einen Roadtrip starten wollt. Also klar, man sollte aufpassen, immer nichts im Auto liegen lassen, aber
wie gesagt, bei uns ist jetzt alles gut gegangen. Zur Not einen Rucksack mitnehmen, Wertsachen rein, die wichtigsten Sachen, ja. Pässe, Notebooks, Kameras, alles andere ist ersetzbar. Oder alles ist ersetzbar. Wir machen jetzt eine Mittagspause, so wie jedes Mal. Wir haben gerade mal angehalten. Da hinten, da gibt es nämlich Seil. Das zeigen wir euch gerade mal. Mhm. Ja. Das Salz kann man übrigens kaufen. Da stehen dann so Tippboxen und du schmeißt einfach das Geld rein. Ich glaube 100 für so ein kleines war das, ne? 200 und 500 genau. Oder so, glaube ich. Und da ganz hinten? Ja. Da vorne bei meinem unscharfen Finger. Genau. Da haben die das Salz aufgetürmt und da tragen die das hinter ab und ja, hier wird das Salz hergestellt. Haben wir schon ganz, ganz viele so Punkte gesehen, richtig mit riesigen Salzbergen. Jetzt fahren wir weiter zu Cape Cross und was es da gibt, das seht ihr hier. Gerade mal ganz kurz die Tür aufgemacht und Daniel hat schon fast ins Auto gebrochen. Ich bin ja nicht zimperlich, aber das stinkt. Es ist ekelhaft, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das kriegen wir nie wieder aus Kleidung und Auto raus. Guckt euch das mal an, das ist der absolute Wahnsinn. Ende November, Anfang Dezember bekommen die hier die Jungen. Es gibt ganz, ganz viele hier. Das habt ihr ja auch schon gesehen. Hauptsächlich Junge. Zwischendrin liegen dann auch mal ein paar Tote da hinten. Da liegt eins. Aber das sieht noch nicht so schlimm aus. Die anderen ersparen wir euch mal. Durch.
Wir fahren jetzt stinkend weiter. Wir müssen zum Stinken selber. Nach einer Zeit hat man sich teilweise dran gewöhnt, aber es war echt schon ziemlich streng. Penetrant. Ja. Und der Eintritt hat jetzt 170 namibische Dollar gekostet. Sich das Hotel Deutsches Haus in Zimmerkompon befindet. Kleiner Tipp: In unserem schönen Land gibt es eine Kleinstadt, die so heißt. Rufen Sie uns schnell an unter der 444-333 in Windhoek und Sie können ein Mittagessen nächste Woche im Hotel Deutsches Haus in Zimmerkompon gewinnen. Viel Glück! Deutsches Radio! Geil, wir sind gerade auf dem Spitzkoppel Rest Camp angekommen und direkt an den Campsites gibt es keine Toiletten, beziehungsweise es gibt Toiletten, aber nur so Plumpsklo-Dinger und gar keine Duschen, deswegen haben wir hier direkt gerade am Eingang beim Restaurant geduscht und ja, das da ist schon die Dusche, aber ich zeige euch erstmal nochmal die Aussicht, das ist so mega, Sonne, die geht auch langsam schon unter, deswegen ist das hier ein hammerschönes Licht, ja, wir hoffen, dass wir jetzt noch im Hellen kochen können. Bisschen spät dran heute. Aber hier sind die Duschen. Das ist irgendwie voll schön gemacht auch. Die Dame? Ja. Hallo. Ups. Jessie kämmt sich gerade die Haare. Ja, hier stehen wir gerade drin. Wie Adam und Eva. Richtig cool. In so einem Steinverschlag. Sogar mit Spiegel und einem schönen Waschbecken. Richtig krass. Vor allem ist es gar nicht teuer gewesen. Es hat jetzt zusammen 300 gekostet, oder? 300 namibianische Dollar zusammen. Echt nicht viel Geld. 20 Euro ungefähr, glaube ich. Einfach Hammer. Wir haben unseren Platz jetzt gefunden. Daniel baut jetzt das Zelt auf.
Da vorne haben wir unsere Reisewäscheleine aufgespannt an dem Baum. Und ja, ich mache jetzt schon mal das Essen. Und das ist unsere Aussicht. Wir sind heute von Swakopmund hier hochgefahren, am Meer entlang über Henties Bay in Richtung Cape Cross zum Cape Cross Seal Reserve zu den Robben. Dann ging es wieder zurück zu Henties Bay und von dort aus in Richtung Spitzkoppe, wo wir jetzt auf dem Spitzkoppe Rest Camp sind. Und insgesamt sind wir 316 Kilometer gefahren und mit Stops und Sightseeing bei den Robben sind wir genau 6 Stunden unterwegs gewesen. Nein, glaube ich, erst. Und ja, liegen schon im Zelt. Wir haben, glaube ich, noch nie so gestunken wie heute. Das war echt krass. Im ganzen Körper. Ja, ich habe heute Morgen die Haare gewaschen, die stanken. Dann, wo wir bei den Robben waren, stanken die nach Robben. Und wir mussten alle Klamotten ausziehen. Die waren auch richtig am Stinken. Sogar der Kamerarucksack hat gestunken. Und die neue große Kamera. Die stinkt auch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das kriegen wir nie wieder aus Kleidung und Auto raus. Das ist so krass. Das ist so übel. Also wenn ihr auch mal da hingehen möchtet, dann schnell. Am besten 5 Minuten. Weil wir waren länger da, haben langsam gefilmt und sowas alles. Die Drohne ja nochmal geflogen. Und oh, ekelhaft. Ich glaube echt, ich habe noch nie so gestunken. Das ist echt krass. Ja, und der Campingplatz hier, der ist der Hammer. Also der hier und der, oder die Farm, wo wir waren. Genau, also das sind unsere Favoriten. Ihr könnt ja dieses Mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an Campingplätzen oder an Orten am schönsten fandet, wo wir bis jetzt gecampt haben. Ja, für mich echt das hier. So ja, geil. Ich ärgere mich auch, dass wir nicht länger bleiben können, weil der nächste Schritt oder die nächste Unterkunft schon gebucht ist halt. Ja, wir mussten ja mit Tascha vorbuchen, deswegen. Ja, das ist ärgerlich, weil vor allem wenn wir heute sind, wir auch noch so spät hier angekommen, ey. Hätte man gerne länger erkundet. Naja, so sieht's aus. Schreibt in die Kommentare also, was euch bis jetzt am besten gefallen hat. Wir sind gespannt. In dem Sinne, schlaf gut, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer ihr gerade habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Three, two, one.